Hallo, ich bin Babette Ahrens, ich spiele die 96-jährige Alte in der Unverheirateten von Ewald Palmitzhofer. Also ich habe hauptsächlich meine Mutter beobachtet oder beobachtet. Ich habe mit meiner Mutter, also ich habe sie gepflegt eine Zeit lang und war ihr so sehr nah und konnte eigentlich schon sehr vieles von ihr lernen. Auch wie das dann so ist, wenn man dann wirklich so alt ist. Also sie ist 91 geworden, ist jetzt vor kurzem gestorben leider. Ja, und was ich für diese Rolle wirklich mitnehmen konnte, ist die Sturheit. Also das ist doch etwas, was auch im Alter doch sehr stark zunimmt. Das war das, was ich mit dem bezüglich des Alters, wie ich mich vorbereitet habe. Ansonsten, wie wir alle, haben wir einfach gelesen. Die Sprache ist für mich wirklich wie eine Partitur. Also ich finde es unglaublich faszinierend. Wenn man es liest zuerst, es ging uns, glaube ich, allen so, versteht man erstmal wenig, weil er ja keine Satzzeichen setzt. Und dann ist es aber wie bei einem magischen Auge. Also erst sieht man viel Fläche und jetzt, wo wir das spielen, wo wir damit arbeiten, plötzlich treten Bilder raus. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Das kenne ich eigentlich so, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so erlebt habe bei einem Autor, dass eine Sprache, die ich am Anfang, die mir so fremd war, plötzlich so plastisch wird. Also das ist toll. Das ist so lustig, dass das immer wieder gefragt wird, immer wenn man Frau in Frauenstücken spielt. Für mich ist es überhaupt kein Thema. Erstens mal habe ich schon sehr viel in Stücken nur mit Frauen gespielt. Ich habe mal Widerspenstigen Zähmung haben wir mit nur Frauen gemacht. Ich habe in 8 Frauen gespielt, da war die Regisseurin auch eine Frau. Ich habe mit 9 jungen Frauen ein Märchenprojekt gemacht über die Frauenrolle im Märchen. Also ich bin sehr gewöhnt, nur mit Frauen zu arbeiten und ich finde es wunderbar. Frauen sind sehr viel weniger empfindlich als Männer.